So, hallo, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs, heute Mephisto Modula 4. Ich habe es ja wirklich gemacht, ich werde jetzt alles Wichtige mit einer neuen E-Mail-Adresse machen. Und zwar war das hier, was war das denn nochmal? Sekunde, das kann ich nur im Sekunde. Mailbox.org. Habe ich jetzt gemacht, dann zahle ich halt diesen 1 € pro Monat. Und wie jemand in den Kommentaren meinte, dann hoffe ich dann Ruhe zu haben. Ist das die Tasse schattenmäßig im Weg hier, oder? Jetzt auch möglichst optimal das machen hier. Ich habe schon eine Lampe daneben stehen, nicht dass mein eigener Schatten dauernd auf dem Brett drauf ist. Diese Microsoft-Sache werde ich wieder löschen. Da habe ich dann doch keinen Bock drauf. PayPal habe ich schon diese Org-Sache genommen. So. Vor allem, es ist ja testsicher. Ich werde online eine E-Mail-Seite haben, die, bei der ich sicher bin. Und für die paar E-Mails, die ich da bekomme, für die ich das mache, reicht diese 1-Euro-Sache auch. Da meinte jemand, meinte zu mir, er hätte das schon mal bei der Bank gemacht, mit dem Ausweis in die Kamera reinhalten. Ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dass manche das machen, um bei der Bank sich zu verifizieren mit diesem Ausweis, dann kann ich das schon verstehen, dass das so gefährlich ist. Weil wenn die Leute da meinten, dass die Banken das machen, dann könnte das woanders auch passieren. Dann klingt das wie die normal. Und das ist ja das Blöde. Und das Gute ist, ich hatte das ja gar nicht freigeschaltet. Ich habe dann beim Bürgerbüro angerufen und die haben gemeint, ich hätte das gar nicht freigeschaltet. Man hatte ja damals auch die Wahl, was ich viel besser fand, muss ich ehrlich sagen, dass man dann sagen konnte, ja oder nein. Und nicht so nach dem Motto, jeder Bürger sollte das nutzen. Das ist doch eine Zeitbombe, ist das doch. Was ist denn, wenn die Leute einen Ausweis geklaut bekommen und merken das gar nicht? Und dann, das ist ja das Gleiche, da haben ja auch beide Ausweisseiten. Und dann räumen die den, weil das ja so eine tickende Zeitbombe ist, das Konto leer. Bei einer Kontokarte, dann brauchen die zumindest noch die PIN-Nummer. Aber das ist ja noch gefährlicher. Aber ich fange mal mit meiner Partie an, ich mache mal D4. Ich hoffe, dass mein fetter Arm nicht so oft im Weg ist hier. So, dann hier springe ich auf 3. Ah, jetzt los hier. Springe auf 6. So. Ich mache hier mal Londoner System. Never change a running system. Ich weiß ja nicht, ob man so rennt, aber egal. Dazu hier meine Star Wars Tasse hier. You don't know the power of the dark side. Einen leckeren Kakao. So, Springer C6. Ja, ein häufig gespielter Zug. Wenn die aus dem Buch rauskommen, dann neigen die sehr viel zu Springer C6. Dann ist quasi. Die Programmierung gibt ihnen davor, die sollen die Figuren entwickeln, Springer, Verläufer oder sowas. Deswegen kommen die gar nicht auf die Idee, dass es eventuell einen Nachteil haben könnte, sich diesen C-Bauen zu blockieren. Der Vorteil kann natürlich sein, dass man irgendwann diesen Springer noch dafür hat, um E5 zu ziehen. Zum Beispiel noch mit E3. So. Jedenfalls habe ich diese jetzt, diese Org-Adresse. Jetzt werde ich demnächst mal die ganzen E-Mail-Adressen umändern. Nicht diese anderen Schrott, den ich da genommen habe. Da war noch schlimmer. Da wollte ich mich heute reinwählen, da ging die heute schon nicht mehr. Mit dem Passwort. Wahrscheinlich auch wieder gehackt. Deswegen, ich habe mir heute über so überlegt. Netflix. Ich habe das nur momentan nicht, weil ich nicht mal wusste, was ich gucken sollte, weil nichts mal da war, was mich interessiert hat. Da habe ich 14 Euro pro Monat für Netflix bezahlt. Und ich bin nicht bereit, 12 Euro im Jahr für eine E-Mail-Adresse zu zahlen. Wenn die doch hoffentlich besser ist. Er hat geschrieben, er hätte danach nie wieder Probleme gehabt mit der E-Mail-Adresse, der ganzen Sache. Ich finde, was mich das gelehrt hat, ist, man muss viel,
vorsichtiger im Internet sein. Viel, viel vorsichtiger. Was ich übrigens auch gemacht habe, ist, ich habe beim Bürgerbüro auch dieses Passwort bekommen. Nehmen wir es mal so. Mit dem man bei 116 116 anruft. Und das gibt man dann durch. Und dann ist diese Online-Funktion gesperrt. Von dem Ausweis. Ich will das gar nicht haben. Ich will es sogar machen jetzt. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich das sogar machen. Man kriegt ja diesen PIN zugeschickt. Dass ich als erster, das ist quasi wie so ein bisschen so artverwandt mit so einem Handyvertrag. Man kauft sich ein Smartphone und 3 Monate später oder was kündigt man den Vertrag, um dann beim Ende des Vertrages wieder ein neues Smartphone haben zu können. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau zutrifft. Auf jeden Fall würde ich dann wohl eher, wenn ich diesen, dann schicken die einem ja diesen Code zu, dieses Codewort. Das erste, was ich da machen würde, ist da anrufen und das sperren. Ich habe das nie gebraucht. Ich habe noch nie einen Ausweis gebraucht. Das Einzige, was ich gemacht habe bei der PlayStation, das war das Alter zu verifizieren. Das war alles, was ich da gemacht habe. Dass die gesehen haben, ja, der Lippo, der ist jetzt ein alter Sack. Der kann jetzt das Spiel hier kaufen. Und selbst wenn ich das nicht hätte, dann würde ich mir... Die kriegst du überall, diese Dinger. In jedem Supermarkt und alles kriegst du hier diese PlayStation. Aufladeteile da, mit denen man dann 20 Euro auf deinem Guthaben auf deinem PlayStation-Konto laden kannst oder 50 Euro oder was du gerade Bock drauf hast, die kriegst du in jedem Supermarkt. Dann holt man sich eben meinetwegen für 50 Euro seine Karte, dann macht man diesen Code, macht man das dann aufs Konto drauf, das Geld, dann hat man 50 Euro Guthaben. Da brauchst du auch nicht zwingend online-mäßig die Sache. Das ist ja das Problem bei der Sache. Ich glaube, entweder hole ich hoch hier das Spiel einfach E4 oder G4, G5. Wenn ich E4 ziehe, E4 schlägt, dann Dame schlägt, G4, G5. Wenn er F5 macht, der Dame E6 schlägt Schach. A6. Okay, jetzt muss ich mal langsam hier wegrochieren. Aber kommen wir mal zum Thema Schachcomputern. Also wie gesagt, ich habe eine neue E-Mail-Adresse. Und das Einzige, was ich muss, eigentlich will ich in die Vergangenheit reisen müssen, mir selber im Jahr 2012 auf die Schulter klopfen, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, man zieht ja immer König B1 bei solchen Rochaden. Dass ich quasi diese Funktion des Online-mäßigen nicht haben wollte. Ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Ich habe damals schon gesagt, ich mache doch eh alles per PayPal. Warum will ich denn noch was haben? Man hat so viele Möglichkeiten, das anders zu machen. Selbst bei eBay. Das gibt so viele Möglichkeiten. Man könnte sogar knallhart genommen einfach das Geld das auf PayPal überweisen auf das Konto und dann damit bezahlen. Zum Beispiel. Aber da muss man nicht auch noch den Ausweis haben. Ich weiß gar nicht, wer sich das hat einfallen lassen, das jetzt unbedingt zwingt, diese Personalausweise als eine Art Zahlungsmittel fungieren können. Was mache ich Turm H3 konnte ich machen zum Beispiel? Dann die Turm verdoppeln. Das ist für mich ein dermaßen nicht nachvollziehbarer Gedanke. Diese Arroganz zu meinen, jeder muss das haben. Also nicht mal die Wahl zu haben. Man kann ja sagen, wissen Sie was? Ich bin so unbedarft in Sachen Internet. Das ist mir zu gefährlich, da jetzt hier quasi auch noch den Ausweis als Zahlungsmittel zu haben. Deswegen möchte ich das lieber nicht haben. Deswegen möchte ich lieber diesen Ausweis nicht als Zahlungsmittel haben und das ablehnen. Das möchte ich nicht. Und das ist diese Arroganz, das nicht mal diese Freiheit zu haben, das ablehnen zu können. Das finde ich so erschreckend daran. Wobei meine Stellung auch nicht so langsam erschreckend wird. Ich könnte Turm A6, Bauer A6. Wenn er auf D4 nimmt, glaube ich, Springer Schach und Charus Matos. Aber weißt du was? Michael Thal ist coming. Zackos. Keine Angst. Angst, die kann man sich dann erst aufsparen, wenn man aufgibt. Turm schlägt.
So. Okay. Ich müsste ja schon damit schon nach mal 1 kriegen. Das finde ich daran so sonderbar oder erschreckend, wie gesagt, dass die Leute noch nicht mal die Wahl haben, ob sie es wollen oder ob sie es nicht wollen. Es stellt sich dann jemand hin, der sagt, ihr habt jetzt alle das Recht darauf, das zu haben, und jetzt nehmt ihr das und haltet das Maul, so nach dem Motto. Das ist halt so Fresse halten. Das finde ich so gefährlich. Man muss gefragt werden, ob man will oder nicht. Überlegt halt, ob man nicht einfach E4 ziehen kann. Und kann ich richtig Tal spielen, kann ich noch eine Puppe geben. Das macht er nicht. Es ging wohl nicht. Und das ist das, was ich daran so richtig erschreckend finde. Dieses Entmündigen des Bürgers, weil irgendein Politiker meint, man hätte das Recht darauf, mal diese Gänsefüßchen zu zeigen. Das finde ich so erschreckend. Was kann ich jetzt machen? Dame F3, Dame H5 und dann whatever. See you later, Alligator. Ah, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja gut, man könnte natürlich dann machen, sein Recht auf Meinungsfreiheit dadurch kundtun, indem man... Gibt er jetzt die Dame? Okay. Ich nehme ihr Angebot an. Zumindest die Wahl zu haben, die Meinungsfreiheit. Sagen zu können, ich möchte das nicht. Ich traue mir nicht, ich kenne mich mit ihm sein Internet so schlecht aus. Ich traue mir da nicht über den Weg. Und ich möchte nicht ständig aufpassen müssen, dass da was passiert. Deswegen, ich würde mir vorstellen, ich würde sogar machen, das deaktivieren. Und dann noch das Gefährliche, wie ich das jetzt gehört habe, dass bei manchen Banken das tatsächlich praktiziert wird. Kann ich nicht die Springer vorgeben, mir die Qualität auch noch abkassieren? Springer E6 Schach? Springer H7 Schach würde auch die Qualität gewinnen. Springer H7 Schach? Turm nimmt, Dame nimmt, D4 schlägt, D4, Springer oder irgendwas, ich nehme doch die Qualität hier. Dame F5 schlägt Schach, ich nehme die Qualität mit. Er muss ja nehmen, weil keine Felder. Weil im Prinzip hat man ja die Wahl, man kann ja theoretisch kann man das machen, dass man einfach wartet, bis dieses Schreiben da ist, was sie an mir schicken, mit diesem Notfallwort, dann ruft man einfach da an und sagt, man deaktiviert das. Fertig. So, Turm D1 Schach, König C2, Springer Schach und der Turm ist Weckos. Deswegen wandere ich zur Tafel und nehme noch einen Bauern. Turm D2, Dame B7 schlägt, dann hängt erstmal der Gaul. Ich habe jetzt einfach Level 2 genommen. Ich habe keinen Bock gehabt, Down auf 5 Minuten Blitz zu machen. Der hat noch so viele andere Level. Dame A6 schlägt, Turm F2 schlägt, Dame Schach. Eigentlich müsste es im normalen Sinne total gewonnen sein, durch die Freibauern schon alleine. Ja, ich mache einfach Dame F3. Droht G4. Wenn das so weitergeht, kann ich sogar die Dame gegen den Turm geben und gewinne das Bauernspiel gegen den Springer. So, ich tausche noch weiter runter. Das ist ja wirklich eine Zeitbombe. Was ist, wenn das Ding wird dir geklaut und du merkst das gar nicht? Man guckt ja nicht ständig nach seinem Personalausweis. Meinetwegen ziehen die Leute das aus der Handtasche, den Ausweis, das Portemonnaie, nehmen den Ausweis raus und stecken das Portemonnaie wieder rein und du merkst es gar nicht. Und während man überhaupt nichts merkt, räumen die das Konto leer. Mit dieser wunderbaren Möglichkeit des Personalausweises Zahlungen tätigen zu können, das will mir nicht in den Kopf rein. Ich kann jetzt hier wegnehmen, der Turm muss nehmen, weil wenn der Springer nimmt, hängt der Turm.
das eigentlich, das sind schon zwei Freibauern gegen nochmal Freibauern. Da geht man einfach schon viel zu sehr im Internet. Das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Dass man... viel zu gläsern im Internet ist. Wenn ich jetzt F4 mache, dann macht er den Turm hier hin, der Springer. Ich greife den Turm nochmal. Der Turm soll man die F-Linie verlassen. Ich kann auf Springer D5 ja so einfach den Turm nehmen. F4, Springer D5. Dame nach E4. Da kann ich doch sogar machen. Das nimmt online allmählich zu Überhand. Das ist ja nicht so, dass online absolut und unfassbar sicher ist. Das ist ja das Problem. Wer alles gehackt wird. Sony wurde gehackt. EA wurde gehackt. Das kann man ja bald gar nicht mal zählen, wer alles gehackt wird. G6. Dann, ich mache mal einen Damenzug hier. Dass diese Unternehmen haben bestimmt auch hier große Sicherheitsprioritäten. Dann werden die trotzdem gehackt. Wie damals bei der PlayStation 3, PlayStation Network, wie das gehackt wurde. Was Sony dafür Probleme hatte, das dann wieder glatt zu bügeln. Dann haben die quasi, das weiß ich noch so ganz genau, das ist so lebhaft in Erinnerung, weil das zu der Zeit zusammenlief, als bei meiner PlayStation 3 die Festplatte kaputt ging. Nicht die Festplatte, das Blu-ray-Laufwerk war zu der Zeit defekt von meiner PlayStation. Da lief das mit zusammen. Ich frage mich, ob ich nicht auch sowas wie Dame E6 ziehen könnte. Aber dann nach der Turm F4 schlägt Schach, also vergiss es. Und das war nämlich, da konnten die Leute monatelang nicht aufs PlayStation Network. Und dann haben die schon, das war das Gute für mich, mein Laufwerk war zwar kaputt, aber die haben da quasi Spiele verschenkt. Also die ersten Spiele, die von Sony verschenkt haben. Ich meine, das war Burnout Paradise und ich weiß gar nicht, was das noch war. Gerne mal abbauen. Jetzt den Bauern vorziehe. In der Königsliste kann er nicht machen. Und dadurch, dass ich mein Laufwerk ja nicht nutzen konnte, war mir das nun ganz recht, dass ich die Spiele da geschenkt bekommen hatte. Heutzutage, vor kurzem, ich weiß nicht, ob das so eine Entschuldigung dafür ist, dass die PlayStation so schlecht verfügbar ist oder was auch immer, oder der Konkurrenzkampf ist einfach größer. Zieh mal ihn noch vor. Das kann natürlich auch sein. Hier Horizon Zero Dawn und irgendwie mit ich kann da gar nicht durchziehen. Also so Larifari kann ich das nicht spielen. Ich muss das schon ein bisschen überlegt spielen hier. Diesen VR mit diesen Robotermännchen, diesem Spiel. Ich habe noch ein paar andere. Die meisten hatte ich sowieso schon, deswegen war mir das egal. Die haben die auch alle verschenkt. Als die PlayStation 5 rauskam, da konnten die Leute quasi sich theoretisch 15 Spiele runterladen gratis.
Aber mal ganz ehrlich, wo ist hier eine PlayStation 5 und PlayStation 4 Spiele zu spielen? Da kann man gleich die PlayStation 4 dabei behalten. So, was mache ich jetzt? Schach gesehen, Schach gegeben, oder ich König B6 zum Beispiel. Dann drohe ich mit Springer Schach den zu nehmen. Und droht damit die 5 Schach, den Springer einzukassieren. So, Turm hier hin. Okay. Dann gebe ich erstmal einen Schach. Ich gebe einen Schach und er muss ja den König ziehen. Also kann ich den Springer wegziehen, um aus dem Schach rauszukommen. Und dann haue ich den Springer einfach weg und dann ist es total lost. Ich kann es mir locker leisten, die Dame gegen das Material zu geben. Das ist ja immer noch total verloren. So, too late for this change. Vielleicht erwarte ich die Dame ja gleich wieder. Queen, please. Jetzt muss er langsam aufgeben. Vielleicht ist es ja, weil der Modular der erste Schachcomputer war, den ich hatte. Vielleicht mag ich deswegen dieses Modularbrett so. Und das ist ja sogar noch die bessere Version. Also, mit dieser Folie. Ist ja Kunststoff, das andere war, glaube ich, Metall. Habe ich mal gelesen. Und da sah man auch die ganzen Lampen hier. Das war aber eine recht klapprige Angelegenheit, sagen wir es mal so. Aber das war ja nur der Anfang. Die verbesserte Version war ja das hier. Ich möchte aber keinen meiner Bauern opfern. Obwohl, mach was. Opfer dich für deinen Kumpel. Hol ich mir noch eine Dame. Weil ich hole mir einfach Turm, weil ich zu faul bin, aufzustehen, mir eine Dame zu holen. So, ich muss wirklich mein Internetverhalten reduzieren. Nur noch YouTube, ein bisschen Online-Schach und mal auf eBay gucken. Und sonst eigentlich nicht mehr so viel, was eigentlich. Und YouTube mache ich ja sogar das meiste auf dem Fernseher. Ach, er konnte ihn gar nicht nehmen, weil ich bin so gut. Ich kann das ja mal in dieser Online-Party auf Lichess heute machen, mir 3 Damen holen, weil er nicht aufgegeben hat, ihn dann matt setzen. So, ich mach mal den hier, die Bauern möchten gemütlich zur Dame werden oder zu Turm. Wie gesagt, Lipo ist faul, hat einen fetten Arsch und hat keinen Bock aufzustehen. Da bin ich mit dem Rad zum Bürgeramt gefahren. Dann haben die beim Bürgeramt haben die mir erzählt, erst habe ich versucht anzurufen beim Bürgeramt. Dann war das dauernd so, dass das war dem wahrscheinlich zu früh am Morgen, die musste so Kaffee trinken, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach noch zu früh. Der nächste freie Mitarbeiter ist für, dann erstmal Stille. Zurzeit sind alle Plätze belegt. Das habe ich mir 5-mal angehört. Dann bin ich zum Rathaus gefahren und wollte da mal nachfragen, was so Sache ist, was so Phase ist, ob ich zum Bürgeramt reinkomme. Die haben gesagt, Phase, ich brauche den Termin, etc. bla bla, da müssen sie zur Polizei. Blubberblab, ließ sich nicht klären. Ja, da bin ich dann, ich könnte einfach Turm hier entziehen. Und da kann er nur nach C4 und dann ist er doch matt. Ja, ist der Lipo zur Polizei gefahren, hat die Anzeige aufgegeben. Dann habe ich, wo ich wieder zu Hause war, habe ich dann da angerufen. Beim zweiten Mal anrufen bin ich da nicht durchgekommen. Und habe dann gefragt, ob man wenigstens nachsehen könnte, ob das bei mir freigeschaltet ist oder nicht. Und die meinte, ja, ist von 2012, da hatte man noch die Wahl. Das haben sie dann abgelehnt, das ist also bei ihnen nicht freigeschaltet. Aber ich gebe ihnen dieses Passwort, dass sie dann anrufen können und das dann quasi sperren lassen. Und dann habe ich da angerufen, ja, also gesperrt war es nicht. Die können wohl nur gucken, ob es gesperrt ist oder nicht, aber nicht, ob es freigeschaltet ist oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ich hätte das gerne gesperrt. Und dann hat die das gesperrt und seitdem bin ich zufrieden. Aber wie gesagt, ich habe es auch nie gebraucht. Nie gebraucht. Man braucht ja nicht noch mehr Zahlungsmittel. Was kommt denn als nächstes? Meine Güte.
Aber was soll ich mich hier ärgern? Es ist ja alles gut gelaufen. Jetzt muss ich mit dem neuen E-Mail-Postfach die ganzen Sachen, die ich da habe, so viele sind es eigentlich gar nicht mehr. Da muss ich überall dieses E-Mail-Postfach jetzt vornehmen und ich hoffe, jetzt habe ich endlich Ruhe mit dem. Das ist, ich kann das sogar, also wenn ich da das E-Mail, die, wenn ich da sowas habe, dann rufen die mich an und dann habe ich so ein Passwort, was ich dann durchgeben kann. Dass sie merken, dass ich das bin. Was soll ich sagen? Billig ist teuer. Damit bedanke ich mich nun. Dann zahle ich ihm diese 12 Euro. Und ich habe 30 Tage erstmal kostenlos. Ich glaube, die müssen das sowieso 30 Tage machen, weil da kann man auch keine E-Mails schreiben. Weil sonst würden die Leute E-Mail-Postfächer eröffnen und würden dann irgendwelchen Schindluder damit treiben. Mit diesen E-Mail-Postfächern dem zu hoch vorzubeugen, dann hat man das erst 30 Tage, so eine Schutzfrist, die die dann kostenlos machen. Und dann, ich habe schon angewählt 1-Euro-Option, weil für mich reicht dieses kleine Postfach. Und dann haben wir das. Danke übrigens doch für den Tipp, das zu machen, dass er geschrieben hat, er hätte noch nie Probleme damit gehabt. Das hat mich davon dann überzeugt. Und seien wir doch mal ehrlich. Diese 12 Euro, das ist ja die ganzen Sachen, die man sich so kauft. Man kauft sich die ganzen Schachcomputer, ist aber für diese 12 Euro nicht bereit. Man hat fast 8 Monate Netflix für 14 Euro im Monat. All solche Dinge. Da muss einem das wohl auch wert sein. So. Wer übrigens möchte, ich erwähne das einfach nochmal. Und es gibt ja so Sammler, die so wahnsinnig viele Schachcomputer haben. Vielleicht gibt es ja ein paar, die reparieren die auch selbst, die die General überholt haben. Und dann, vielleicht haben die den dann mehrfach, diesen Computer. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das als Spende machen könntet für den Kanal. Das muss ja nichts wahnsinnig Geiles sein. Irgendwie so ein, oder mal so ein schönes Display-Modul schicken. Ein schönes gepimptes oder sowas, dass ich das im Kanal vorstellen kann. Das würde mich wirklich sehr freuen. Dann weiß man auch, warum man diesen Kanal hat, warum man sich die Mühe mit den Videos macht. Ich mache das ja auch für die Community und nicht für mich selbst. Deswegen, was soll ich sagen? Und für den anderen Sachen, die alle nicht mit Schachcomputern sind, habe ich einen anderen Kanal aufgemacht. Da müsst ihr auch mal wieder drauf gucken, was da passiert ist jetzt so. Also für Spaziergang-Videos, Fun-Videos und sowas habe ich den Kanal und das hier ist jetzt nur noch für Schachcomputer. Damit bedanke ich mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich muss ehrlich sagen, ein sehr schönes Gerät, Mephisto Modular 4. Tschüss, bis zum nächsten Mal.